Ein herzliches Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Folge Heimatgeschichten daheim. Vielleicht eine der letzten Heimatgeschichten hier aus meinem Homeoffice. Schauen wir mal. Aber heute möchte ich nochmal gemeinsam mit Ihnen an einen Ort zurückkehren, den wir im Herbst besucht haben. Und zwar war das ein Ort, der mich wirklich auch sehr beeindruckt hat, weil es so ein richtiges Kämpferdorf ist. Und zwar war das die Ortschaft Attaching. Schauen wir uns doch nochmal schnell rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heimatgeschichten. Wir sind diese Woche in Attaching. Attaching liegt zwischen Freising und dem Münchner Flughafen, so circa 30 Kilometer nördlich von München. Attaching wurde im Jahr 790 das erste Mal erwähnt. Das Kirchdorf gehört seit 1978 zum Gemeindegebiet der Stadt Freising. Heute leben dort circa 1000 Einwohner. Mit Bus und Bahn sind sie in einer Stunde in Attaching. Wir haben in Attaching die Franziskuskapelle besucht, den Kramer Willi in seinem Laden und Martin Wiesheu von der Freiwilligen Feuerwehr. Außerdem haben wir den dritten Bürgermeister von Freising getroffen und Franzi Skoff hat aus ihrem Roman vorgelesen. Aber in Attaching muss man sich auch diesem Thema widmen. Wir sind jetzt hier in Attaching, mitten im Ort beim schönen alten Gebäude. Und jetzt treffe ich gleich zwei Personen, die hier richtige Kämpfer sind. Und für was sie kämpfen, das erfahren wir jetzt gleich. So, ich bin jetzt hier beim Michael und beim Franz von der Bürgerinitiative Attaching. Seit wann gibt's denn euch? Uns gibt es seit August 2005. Wir haben uns damals gegründet, wie die Planungen zur dritten Startbahn publik geworden sind. Mhm. Ach so, also vorher wart's noch mit allem d'accord, was hier so passiert ist. Mit dem Flughafen haben wir uns arrangiert, auch mit den Belastungen, die man jetzt aus dem Hintergrund mitkriegt, aber das, was mit der dritten Startbahn mit Attaching passiert, das haben wir gesagt, das darf so nicht sein. Und was ist da genau los mit der dritten Startbahn? Ja, die Startbahn ist so, dass also die Hälfte von Attaching weg müsste und die Dorfgemeinschaft würde zerbrechen, die wird zerstört, wenn es kein Feuerwehr mehr existieren, kein Schützenverein mehr, Theater, also die Dorfgemeinschaft, die bricht auseinander. Und wir haben also eine recht gute Dorfgemeinschaft, das sagt man im Kramer, sozialer Treffpunkt und so weiter. Und es wäre natürlich für uns sehr, sehr bitter, das war also unser Aus. Ja, wie nah ist denn da wäre die dritte Startbahn? Die dritte Startbahn ist dann am Ortsende vor Attaching. Das Ende der Startbahn ist vielleicht nur 200 Meter vom Ort weg und die Startbahn selber ungefähr einen Kilometer. Und die Belastungen wären so heftig, dass wir in Attaching weder einen normalen Maibaum haben dürften, noch dürften wirklich? Wir nur einen. Weil der Maibaum zu hoch ist? Nicht, weil er zu hoch ist, weil er nicht Wirbelschleppen stabil ist und wir dürfen dann auch keinen normalen Sonnenschirm mehr verwenden, weil die jederzeit, wenn der Flugzeug drüber fliegt, durch die Wirbelschleppe. Oh. Es ist aber schon ganz schön laut, jetzt hört man es. Der startet jetzt hier. Genau. Es ist wirklich laut. Weil ich meine, ihr wohnt jetzt direkt hier. Wir stehen jetzt eigentlich direkt kurz vor Attaching. Ja, ist schon wirklich laut. Ja. Mit den Belastungen müssen wir dann wirklich da rechnen, wo dann jemand wohnt. Wir sind ja jetzt ungefähr 500, 600 Meter von der Ortsgrenze weg. Im Ort ist jetzt nur ein Stück leiser. Aber so wie jetzt wäre es dann in Attaching, in der Ortschaft, für die hier verbleibenden ca. 500 Einwohner. Wie sie es jetzt erlebt haben, zum Beispiel. Und man müsste ja in Attaching aufgrund der Wirbelschleppen, müsste man auch die Dachplatten also festmachen. Gewisse Dachreiter müssen dann festgeschraubt werden. Weil wenn die runterfallen, ist das natürlich schon eine Riesengefahr. Und das ist in Frankfurt schon einige Male passiert, dass da eben in Flörsheim, dass hier die Dachplatten runtergekommen sind. Gell? Aber und ihr beide, ihr seid richtige Attachinger durch und durch, seid ihr hier aufgewachsen, oder? Ihr kennst du es dann noch, wo der Flughafen wahrscheinlich noch gar nicht gebaut wurde? Ja, natürlich. 92, ja? Wie geöffnet worden ist, waren wir da heraus entstanden und dann haben wir die Tränen in den Augen gehabt und so weiter. Am 17. Mai war das da. Also ich bin seit 55 da in Attaching heraus und der Michael, der ist mehr oder weniger da geboren. Ja. Dem sein Großvater hat er diese Wirtschaft betrieben, da in Attaching. Da kann der Michael mehr dazu sagen. Ist das dann der alte Wirt in Dorf? Also meine Großeltern haben bis nach dem Zweiten Weltkrieg den alten Wirt gehabt und ihn dann verkauft. Wann haben sie ihn verkauft? Das ist wirklich laut. Das ist jetzt auch ein Bomber, der da startet. Ja, das ist... Boah, das vibriert ja sogar im Bauch. Oh. Ja, das ist das, was Attaching vernichtet. Ja, das ist schon. Wenn die Bahn kommt, wenn sie denn kommt. Also meine Großeltern haben einen alten Wirt gehabt und haben ihn nach dem Zweiten Weltkrieg verkauft und haben dann Landwirtschaft betrieben bis zum Bau des Flughafens und dann Landwirtschaft aufgeben. Ja, so laut war das dann noch, direkt neben Attaching.
Und ich bin gespannt, was uns jetzt der Michael erzählt, wie es im Moment während Corona-Zeiten in Attaching so aussieht. Und den schalten wir uns jetzt gleich dazu, aber erst noch mal eine kurze Unterbrechung. Wir sind wieder zurück und wir fragen heute mal bei Michael Buchberger nach von der Bürgerinitiative in Attaching, wie es gerade in Attaching aussieht und ob es da jetzt total ruhig ist. Wahrscheinlich, schauen wir mal. Also Michael, hallo, hörst du mich? Hallo Sophia. Du, wie schaut Attaching im Moment aus? Ich bin echt gespannt, was du erzählst. Es ist wirklich momentan sehr, sehr ruhig. Es hätte sich keiner vorstellen können, dass wir jemals wieder diese Ruhe bekommen, wie wir es jetzt seit dem Flugverbot mit der Corona-Krise haben. Das ist eigentlich Wahnsinn, gell? Dass das überhaupt möglich ist, hättet ihr nie gedacht, gell? Nie. Na, wir hatten ja den Vulkan vor 10 Jahren, der mal so für 2 Wochen für die Ruhe sorgte. Und dass das nochmal passiert, hätten wir echt nicht geglaubt. Und jetzt in dieser Zeitdauer, in diesen 7 Wochen schon fast, das ist echt Wahnsinn. Also habt ihr das sofort, war das von einem Tag auf den anderen, war das alles dicht? Das war ziemlich schnell. Es war halt so 1-2 Tage und dann war wirklich so gut wie nichts mehr. Und das merkt man halt draußen. Man hört ganz viele Vögel. Es ist Dinge in der Früh, die man sonst überhaupt nicht wahrgenommen hat. Kriegt man jetzt mit. Das ist echt toll. Interessant ist, wenn man sich jetzt ja in der Ortschaft so mit Leuten unterhält, wo dann die Aussage ist, naja, man merkt erst, was man verloren hat, wenn man jetzt wieder diese Ruhe bekommt. Wir haben eigentlich heute gedacht, so bei uns, es ist nur verhältnismäßig ruhig, aber man merkt schon, es ist eigentlich nicht ruhig, wenn man jetzt wirklich diesen kompletten Lockdown dort erlebt. Wie, was meinst du damit, es ist nicht richtig, wie nicht richtig ruhig? Es war vorher nicht richtig ruhig, obwohl wir gemeint haben, so schlimm ist bei uns gar nicht mit den ganzen Hintergrundgeräuschen. Wenn man jetzt auch wirklich morgens Fenster aufmacht, dann hört man kein Brummen im Hintergrund, dann sind wirklich nur Vögel da und ab und zu mal ein Flugzeug und das wirkt dann wirklich wesentlich störender, als vorher dann das Ganze in Summe war. Hätte ich nie gedacht. Ja, verstehe. Habt euch einfach schon dran gewöhnt an diese Hintergrundgeräusche der Flugzeuge. Genau, das glaube ich. Also diese Hintergrundbelastung haben wir einfach gehabt und die haben wir nicht mehr wahrgenommen. Und sag mal, du persönlich, bist du jetzt auch im Homeoffice in Attaching oder wie sahen deine Tage aus? Meine Tage schauen eigentlich so aus, dass ich im Homeoffice bin und Dienstag und Donnerstag Vormittag Kinderbetreuung habe, da arbeitet meine Frau. Da mache ich dann mit Sohn Hausaufgaben, der ist jetzt auch schon mit Zoom und GoToMeeting vertraut, weil die ja jetzt auch Schule schon über Online-Meetings haben. Welche Klasse sind deine Kinder? Der Johannes ist in der 2. Klasse und Veronika ist im Kindergarten, die hat Musikschule übers iPad. Ach toll, wow. Und da merkt man auch die Freude der Kinder, dann, wenn ihre Klassenkameraden sehen. Das ist richtig, richtig toll. Und dann spielt die da mit, haben es getrommelt dann und war echt nett auch zum Schauen. Und ihr bekommt es auch gut hin mit Homeschooling? Das funktioniert. Ich kann mir meine Zeit relativ einteilen. Dann sind die Nachmittage am Dienstag halt länger. Ja. Und am Donnerstag. Aber das funktioniert ganz gut. Das teilen wir uns so ganz gut auf. Ja. Und was glaubst du, was hast du für Einschätzungen, wie das jetzt weitergehen könnte, vor allen Dingen mit eurem Flughafen? Also ich glaube, die 3. Startbahn ist noch weiter in die Zukunft gerückt denn je. Und ich glaube auch nicht, dass die nur gebaut wird. Und ansonsten muss man wirklich schauen, was das Ganze bringt und wie viel auch wieder Flugverkehr aufgeholt wird und wie man sich auch wieder an diesen Lärm und die ganzen Belastungen dann gewöhnen wird. Das wäre nochmal ein interessanter Eingewöhnungseffekt auch für alle im Dorf. Weil so, das Schlafen mit offenem Fenster hat man früher im Regelfall nicht gemacht, weil es einfach in der Früh ab 6 Uhr laut geworden ist. Und das macht man momentan. Und da muss man dann wirklich schauen, wie man sich wieder umwohnt. Ja. Ihr könnt jetzt kurz die schöne Ruhe genießen, gell, und wisst, es kommt wieder der Lärm zu euch. Genau, der wird irgendwann wieder kommen und solange das da ist, genießen wir es jetzt und fühlen uns noch wohler, als wir uns vorher trotz des Lärms schon gefühlt haben. Und das merkt man wahrscheinlich im ganzen Ort, oder? Ein Aufatmen. Ja, das merkt man, wenn jemand jetzt so, hörst du das? Und ist ja so stark momentan und wenn es immer so war, also das ist schon... Ja, es zeigt einfach die Lebensqualität, die wir jetzt haben und auch das Stück, was wir zugunsten des Flughafens aufgegeben haben. Ja. Und was aber auch ganz klar ist, dass man merkt, also mit der 3. Startbahn, das, was uns noch zugemutet werden würde, das wäre wirklich extrem und dann wäre es auch keine Lebensqualität mehr.
Ja. Das ist aber das, was wir ja auch gesagt haben und wo wir ja im Aussichtszügel waren und man bei den Dreharbeiten ja die Lärmbelastung mitgekriegt hat. Genau. Ja, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass da jetzt echt auch ein bisschen Umdenken stattfindet, dass einfach nicht mehr so viel geflogen wird, gell, in Zukunft. Ja, da gehe ich jetzt davor aus, auch diese ganzen Kurzstreckenflüge, die innerdeutschen, man, was muss man von München nach Nürnberg fliegen, viermal am Tag? Das ist vollkommener Schwachsinn. Ja. Und wenn man da ein bisschen drauf schaut, dann kommt man mit den zwei Startbahnen garantiert auch noch ganz, ganz lang aus. Ja. Momentan ist es sowieso nur eine Startbahn in Betrieb, die zweite wird saniert. Ah, okay. Also die nutzen das jetzt zum Sanieren aus, die Ruhe. Genau, die nutzen das jetzt auch für Reparaturarbeiten. Mhm. Was ja auch richtig ist. Ja. Ja, das ist, also euch geht's gut auf jeden Fall. Ja, uns geht's wirklich allen gut. Das ist schön. Ja, du, danke, dass du uns das kurz erzählt hast. Da freue ich mich. Ja, und dann eben, dann hoffen wir, dass es auch vielleicht ja noch eine Weile ein bisschen ruhiger bleibt bei euch. Ja, das glaube ich bestimmt. Es wird nicht von 0 auf 100 wieder losgehen. Dann alles Gute, gell? Und danke, wahrscheinlich werden wir uns über die dritte Startbahn nicht mehr unterhalten müssen. In irgendwelchen. Genau, das glaube ich auch. Also, schöne Grüße nach Attaching. Danke, mach's gut, servus. Und mit diesem Film von Michael aus seinem Garten verabschieden wir uns für heute. Heute mal ohne Musik, damit wir die Vögel schön zwitschern hören. Machen Sie es gut, Wiederschauen.